So, Mikros an, das läuft. Ihr seid auch da? Ja, dann lasst uns loslegen mit Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Daniel Spohn. Ich bin Fotograf, Fototrainer, Vortragsreferent, Autor, Biologe und wie ihr merkt, ab sofort auch Podcaster. Gemeinsam mit den Heimatlichtern haben wir dieses Podcast-Konzept ins Leben gerufen, ja, indem ich mich von Folge zu Folge mit interessanten Gästen aus ganz unterschiedlichen Bereichen unterhalten werde. Natürlich geht es hauptsächlich um Bilder, um Kreativität und um Fotografie. Ob jetzt hat das Auge eigentlich das Bild macht oder die Kamera? Weitwinklig bin ich gezwungen, nah ranzugehen an die Situation. Und ich bin praktisch als Fotograf mittendrin. Ich denke, die besten Bilder entstehen tatsächlich in den frühen Morgenstunden. Sind die Fähigkeiten des Fotografen besser oder mehr wert oder wichtiger als Technologie? Vor allem reizen mich Situationen, die irgendeine Stimmung präsentieren. Ob das jetzt Fotos aus diesem Teil oder aus dem anderen Teil der Erde sind oder ob das Fotos mit Menschen oder ohne Menschen sind, das kommt mir eigentlich gar nicht so drauf an. Und wir können einfach unglaublich Emotionen transportieren über Fotografien. Und dadurch erarbeite oder ja, erschummle ich mir irgendwie Belichtungszeit für den Vordergrund. Gerade diese öfter auch ungemütlichen Momente sind dann vielleicht die, die man später dann am längsten in Erinnerung hat. Die Regeln, was Komposition angeht oder was ein packendes Bild ausmacht oder ein gutes Bild ausmacht. Man kennt eigentlich nur diese Bilder, aber es gibt viel, viel, viel mehr Locations und Motive dazwischen, die noch keiner fotografiert hat. Auch die Videografie, das Bewegtbild und das Filmen wird hin und wieder hier Thema sein. Ich finde, man kann mit Filmen noch mal sehr, sehr viel mehr Emotionen mit reinbringen. Wir haben festgestellt bei den Videos, dass es tatsächlich einen Bedarf gibt. Beim Filmen geht es eher darum, einen realistischen Seheindruck zu erzeugen. Ganz eigene Kunstform im Prinzip, weil man hat ja keine Regeln, man kann alles machen. Und dabei werden wir auch die Aspekte der Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit und Heimat im Blick haben. Es gibt hier so viele geile Sachen vor der Haustür. Geh raus, entdeck die und hab Spaß damit. Was produzieren wir als Fotografinnen auch an CO2-Emissionen? Was könnten wir tun? Eigentlich eher andersrum. Ich fotografiere, um in der Natur zu sein. Ja, so einige Dinge, das Gute, das geht mir noch nicht so flüssig über die Lippen. Da sage ich dann doch noch häufig Moin und dann guckt man mich hier ein bisschen verständnislos an. Da ich kein Schwabe bin, sondern aus dem Badnerland komme und damit Badner bin, gilt für mich zwar schaffe, schaffe Häuslebauer nicht ganz so sehr, aber so sehr sind wir von dem Ganzen hier unten auch nicht entfernt, das muss man schon sagen. Du kannst auch irgendwo dich nach Mexiko abseilen und in Yucatan nicht in den Urwald gehen. Aber wenn du zwei Orte weiterfährst zu da, wo du jetzt wohnst, kennst du dich schon nicht mehr aus. Das ist doch auch ein bisschen traurig. Man lernt ja immer, immer neue Dinge, wenn man sich eben mit dem Thema Natur beschäftigt. Freut euch auf abwechslungsreiche Themen und inspirierende Gespräche. Dieses Wochenende geht's los mit gleich zwei Folgen. Der Gründer der Heimatlichter, Benny Kuderer, und der Naturfotograf Stefan Immig werden zu Gast sein. Und ab kommendem Freitag heißt es dann, alle 2 Wochen einschalten oder am besten gleich abonnieren bei Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf.